Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 141. Teil meines Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. Heute möchte ich gerne mein Versprechen einlösen, und zwar werden wir dieses Schätzelchen miteinander restaurieren. Es handelt sich hierbei um den Honda Lawnmower, also ein Rasentraktor, also Rasenmähertraktor, ne? Mit 72 PS. Dreizylinder, Reihenmotor, 90.000 Kilometer, also der hat zweimal ist er um die ganze Welt gefahren, gemäht, ne? So ähnlich, also von der Laufleistung her. Ja, ansonsten in einem akzeptablen Zustand, wie man sieht, Fahrgestell ist hundertprozentig super, sogar der Innenraum, ich weiß nicht, welchen Innenraum er meint, aber Innenraum ist auch sauber, wahrscheinlich, ja, die Rasenreste wurden ausgekratzt, ich weiß es nicht. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Bezahlt habe ich etwas über 40.000. Ist natürlich sehr viel Geld. In Wirklichkeit würde man wahrscheinlich einen aus Gold bekommen. Also so ungefähr. Und naja, wie dem auch sei, wir legen jetzt einfach mal, wie gesagt, los. Wir gehen jetzt einfach mal schön eins nach dem anderen zum Zerlegen. Moment, ich bocke hier nochmal schnell ein bisschen auf. Wie man sieht, er ist irgendwie viel zu klein für die Hebebühne. Aber egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Sehr schön. Okay, jetzt schwebt er so ein bisschen in der Luft. Das macht nichts. Ja, so wie man sieht, der hat ein unheimlich gutes Fahrwerk. Ist Doppelquerlenker System nicht schlecht. Ist wirklich was sehr, sehr Feines. Wie beim normalen PKW. So, es geht einmal. Moment. So. Genau. So, Endschalldämpfersystem. Also Auspuffsystem. Ja. Und. Na. Getriebe. Sehr gut. Okay. Dann machen wir noch schnell die Ölwanne weg. Hallo? Wie geht das jetzt nicht? Ah, anscheinend stört hier diese Umlenkrolle. Okay, das ist auch vom Motorraum. Ja. Ja, gut. In der Zeit baue ich natürlich einmal das komplette Fahrwerk vorne hinten weg. Das ist auch so eine Multilenker-Achse hinten. Na gut, dann ist natürlich kein Wunder, wenn jetzt dieser Rasentraktor über 40.000 Dollar kosten soll. Weil das ist ja im Prinzip ein Auto im Mini-Format, ne? Von der Technik. Schon krass, das Ganze.
schön. Sehr raus mit dir. Na. Aber jetzt. Ja, dauert nicht mehr lange, dann ist auch das Fahrwerk hier komplett zerlegt. So. So, Stabi. Hinterachse. Jawohl. Sehr schön. Jetzt sind wir auch hier fertig. Soweit. Ja, dann lass jetzt erstmal das Fahrzeug runter wieder. Was? So, aber jetzt. Stoßstange hinten. So, Interieur machen wir auch gleich raus. Ach man, Zugang vom Motorraum, okay. Okay. So, Kraftstofffilter, Anlasser. Jawohl, jetzt geht natürlich der Rest auch los. Ah ja, hier. Okay, so geht es also. Gut, ich check. Aha. Aha. Gut. Steuergehäuse. Ich bin schon so aufgeregt, wie viel PS der Wagen, also Wagen, der Rasenmäher dann zum Schluss haben wird. Bei 74 ist echt krass. Das ist echt heftigst.
Jo. So. Ja. Okay, ich glaube, hierum bin ich soweit fertig, ja. Erst einmal aufheben. Ah ja, sehr schön. Jetzt geht die Ölwanne auch raus. Jetzt wird es gleich Flatsch machen. Ja, genau. So, mache ich gleich mal die Kurbelwelle auch raus. Na, endlich, jetzt kann ich das Getriebe auch gleich entfernen. So, gleich Schatz, sofort. Leute, ich bin sofort da. Ich muss mich nur kurz um meinen Hund kümmern, ja? Eine Sekunde bitte. Gut, da bin ich wieder. Und weiter geht's. Na komm. So, jetzt, jawohl. Da bin ich. Sehr schön. So. Der Wagen ist jetzt komplett zerlegt. Kotflügel hinten links. Kotflügel. Wo haben wir hier einen Kotflügel? Ist denn da bitte ein Kotflügel? Stoßstange hinten. Kotflügel hinten rechts. Hä? Nee. Ah, das ist der Kotflügel, alles klar. So, jetzt habe ich es gecheckt. Ja, das sieht jetzt besser aus. Ja. Sonst kann man eigentlich nichts mehr zerlegen an dem Wagen. Nö, oder? Nö. Nee, passt. Okay, gut. Dann gehe ich mal zur Werkbank und dann schauen wir mal, was wir machen können. Hm? Na. Okay. Jo, dann beginnen wir mal mit der Montage wieder. Ja.
Genau. Aha. Das sieht doch cool aus, ne? Montage, ja. Hallo. Ja. Das schaut doch cool aus. Jawohl. Aber irgendwie passt er nicht hundertprozentig, finde ich. Irgendwie, keine Ahnung. Der sackt irgendwie so weg hier. Moment. Nehme ich mal einen anderen Sitz. Hallo, Mensch. Na. Aber jetzt. Gut, nehmen wir den mal. Ja, ein bisschen besser. Aber noch nicht so optimal. Aber können wir lassen. Ich glaube, das ist in Ordnung so. So, Montage von Karosserieteilen. Schauen wir mal. Scheinwerfer. Habe ich den restaurieren können? Jawohl. Sehr schön. Stoßstange. Auch jawohl, super. Hm. Kotflügel hinten rechts. Auch super. Ach nee, das war jetzt falsch. Ah. Hallo. Genau. So, Fangkorb. Der muss natürlich auch wieder drauf. Wow. Hey, hey, das sieht doch aus. Ah, schön langsam, aber sicher. Kriegt er wieder Wert. Ja, jetzt sind wir wieder bei 8400 und ein paar Cent. Dann würde ich sagen, baue ich ihn doch mal weiter zusammen. So. Jo. Wahnsinn, hey, der hat eine Technik drin, hey, wie so ein richtiger PKW, ne? Oder Motorblock. Jo, ließ sich auch wieder herstellen, sehr gut. Ja, den werde ich jetzt natürlich auch mit Tuning teilen, wer sehen den Rasenmäher. Hm? Der Mustard. Gut. Jo, 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 jo. Ah ja, Kraftstofffilter. Sehr schön. Batterie. Ja, ich meine, vorerst sind wir hier fertig. Was macht jetzt die Wertentwicklung? Hey, 15.200, super. Coole Sache. Eieiei, okay, gut. Dann brauche ich nochmal so ein Flammenrohr. Schalldämpfer. Hey, die habe ich ja noch en masse hier. Sehr gut. Das ist super. Wunderbar. Einmal frei. Na, ob. Hallo.
Na? Jo. So, okay. Ah, Stoßdämpfer werde ich keine mehr haben, ne? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Ich könnte auch welche herrichten, aber ich habe es nicht gemacht. Weil ich es vergessen habe. Ja, wunderbar. Sehr schön. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite natürlich auch. Hallo. Ja. Ah, Mann, Mann, Mann. Sehr schön, gut. So gesehen, hier bin ich fast fertig. Ah ja, Spurstangenkopf noch. So. Einmal Tuning. Wo habe ich viele Serienkupplungsscheiben? Habe ich generell viele Kupplungsscheiben? Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. So, Druckplatte. Ausrücklager und Getriebe. Müsste ich, ja, habe ich sogar noch vom Tuner. Super. Ach ja, das Flammenrohr habe ich glaube ich nicht, ne? Genau. Aber habe ich auf der Shoppingliste hinzugefügt normalerweise. Ölfilter R3. Jawohl. Ein Lagerdeckel. Oh, wie süß, nur zweifach gelagert. Das sollte reichen. Ja. Ah, dann, Welle. Oh, super, ne? Das sollte so passen. Na komm. Gummilagerboxen klein. Schön.
Antriebswelle hat. Ein Sattel haben wir jetzt auch. Na, komm, 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 komm. Da fehlt ein bisschen was. Hier auch. Super. Aber jetzt sieht das Ganze ordentlich aus. Und ich meine, ich bin so ziemlich fertig. Außer hier, ha, wieder die Gummilagerbuchsen. Ja, langsam aber sicher ist auch die Hinterachse wieder fertig. Und ich sehe gerade eben, dass wieder etliche Teile ausgehen bei mir. Echt Wahnsinn. Ich bin schon so gespannt, wie schnell jetzt der Wagen zum Schluss gehen wird. Wagen sage ich. Ich sage immer wieder Wagen aus Gewohnheit. Dieser Rasenmäher. Weil wer das vorherige Mod-Video gesehen hat von mir, und da habe ich eine Probefahrt mit dem Wägelchen gemacht und der Rasenmäher ging auf der Geraden serienmäßig 206 km/h. Wie krank ist das denn, ey? Naja, und auf jeden Fall denke ich mal, dass er jetzt nicht schlechter gehen wird, nachdem ich ja den Wagen motortechnisch nochmal nachbearbeite. Das ist echt verrückt. So, na komm. Ja, aber jetzt. Sehr schön. Da sind wir so weit, so gut. Fertig, ne? So. Mhm. Flammenrohr möchte ich höchstens noch. So, dann gehe ich mal kurz einkaufen. So, gebe ich mal ein R3. Flammenrohr Typ Anton. Ah ja, gut. Nehme ich mal so 10 Stück, damit es dann wieder ein bisschen hält. Na, komm. Ja, ich glaube, von dem Rest müsste ich noch was auf Lager haben. Nur jetzt von den Köpfen weiß ich nicht. Ich nehme jetzt einfach nochmal 2 Zylinderköpfe mit. Damit ich nicht ständig hin und her springen muss. Boah. Aber jetzt. Genau. Super. Das sieht aus. Ja, und Stoßdämpfer muss ich pressen gehen. Genau. So. Ha-a. Aua. Na, komm. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. Ich habe noch nie einen Rasenmäher restauriert, echt. Ich finde das so cool.
Also ich hätte jetzt gesagt, fahrwerkstechnisch ist er eigentlich fertig. Was kommen da für Räder überhaupt drauf? 215er, okay, und hinten auch 215er. Das müssen wir natürlich ein bisschen toppen. Da habe ich schon so. Moment, ich habe doch Räder auf Lager. Und zwar, ich hab doch ein bisschen was. Oh. Ist das krass? So. Jo, ich würde sagen, das sieht gut aus, aber so richtig gut. Aber hier schaut es irgendwie so ein bisschen komisch aus, oder? Will ich mir das jetzt ein? Muss das so sein? Nee, oder? Das stimmt doch fast nicht. Leute, was ist denn hier los? Ja, hier genauso. Ja, sag mal. Was ist denn da los? Naja, wie dem auch sei. Hinten passt ja super, aber vorne stimmt doch was nicht. Ich glaube, der will mir mit Gewalt sagen, dass es irgendwie kleinere Felgen sein sollen vorne, aber das ist mir jetzt egal. Ich nehme diese hier und fertig. So. Oh, das sieht aus, ha? Das sind ja 25 Zoll Schlappen. Coole Sache. Jawohl. So mag ich das. So. Na komm. Hallo. Wollte nicht schon gerne Tuning-Drosselklappe. Schauen wir mal, ob wir die auch vom Tuner bekommen. Ja. Schaut das gut aus? Sache. Zahnriemen, ja, habe ich sogar noch ein paar Stück. Okay, klatsche ich jetzt mal die Lagerschalen drauf. Na komm.
Yeah. Hoppala. Ja. Wunderbar. Jo, schön langsam aber sicher geht das Ganze dem Ende. Kommt es dem Ende entgegen? So, Moment. Ah, gibt es auch vom Tuner, das weiß ich. Deswegen nehme ich das dann auch von dort. Ansonsten, meine ich, sind wir durch, ne? Ja. Genau, das habe ich gemeint. Dann nehme ich doch gleich mal 10 Stück, dann ist Ruhe. Hallo, hallo, komm. Ja, hier auch nehme ich gleich mal 10 Stück von. Gut. Und dann Kraftstoffleiste. Sehr gut. Und hier die Tuner-Drosselklappe. Ja, das sieht toll aus. Leute, wir sind dann eigentlich auch schon so ziemlich am Ende. Jetzt muss ich nur mal schnell gucken. Hohoho, 75.000 ist der Rasenmäher wert. Krass, echt. Ist ja heftig. So, dann schicken wir noch mal kurz hoch. Boah, das schaut ja so heftig aus. Ja, und fertig ist er auch noch nicht, ne? Ich muss jetzt noch die Pleuellagerschalen draufklatschen. Oh, hier auch. Und hier noch einen. Sehr schön. So, Ölwanne nur noch. Ui, das muss ich jetzt von oben nochmal. Oh, damit ich dann den Riemen noch drauf klatsch. Aber ist echt krass. 75.000. Oh. Jo. Sehr schön. Leute, wir sind eigentlich am Ende, ne? Ja, dann würde ich sagen, jetzt nur noch schnell zur Lackiererei. Oh. Ich weiß nicht, dieses klassische Rasengrün, ich mag das irgendwie nicht. Ah, das sieht schon mal sehr schick aus. Ja, 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 sowas, ne, in der Richtung. So ein schönes dunkles, royales Blau. Ne? Das wäre hübsch. Aber ja, nicht. Ja, wie heißt das schön? Pink My Ride, oder? Halt. Nee. Ja. Ja. Sehr schön. Wenn wir mal Flip-Flop machen. Na, das sieht doch auch toll aus. Jawollo. Sehr maskulin vor allem.
Blubbert sehr schön, ganz toll. Aber ich hätte beinahe was vergessen, Leute. Und zwar müsste ich noch Öl nachfüllen. Ja, da sind wir. So, dann kippt mal ein bisschen was rein hier. Und dann geht's sofort zum Prüfstand. Okay, ich glaube, jetzt ist gleich der Motor randvoll. Jawohl. Super. Und na komm. Dann checken wir mal die Motorleistung. Das gefällt mir. Ja. Haben wir diesen hier? Halt nein. Zwei zu schnell. So, jawohl. Ja, so, ne? Ich finde es so cool, echt. Jo, was? Nein! Es fehlt ein Querlenker. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, wie konnte ich auf der Hinterachse einen Querlenker vergessen? Ich weiß es nicht. Aber es ist passiert. Deswegen müssen wir gleich das mal gut machen wieder hier. Heidewitzka. Wo? Wo fehlt der Querlenker? Wo denn? Ah! Willst du mich veräppeln? Ach, jetzt haben. Okay. Alles klar. Ich habe verstanden. Hm. Jo, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Auf der Seite. Hallo. Nein, nein. Mensch, wo bin ich? Ach ja, okay. Nee, da passt alles sehr schön. Also auf ein neues. Hm. Sieht so cool aus. Ja. Dann legen wir mal los. Weiter, Baby, komm, 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 kick durch. Oh, 101 PS. Das ist ja der Update. Okay, dann machen wir noch schnell Getriebe-Setup. 287, ich glaube, ich bin. Machen wir mal so, keine Ahnung, 350. Gucken wir mal, ob er das packt. Jo. Aber er klingt sehr gut. Ja, auf geht's zur Vormarktstrecke mit unserem Honda Lawnmower. Meine Fresse, echt. Der Wagen ist so krass. So Leute, es ist soweit. Dann würde ich sagen, legen wir los. Oh, was geht denn hier ab? Das gibt's doch nicht. Oder? Oh Mann! Leute, es tut mir leid, ich muss nochmal zurück zur Werkstatt. Oh, das war jetzt sehr ärgerlich. Schade, schade, schade. Er hat zu viel Leistung. Das heißt, ich brauche Slickreifen logischerweise, damit er nicht durchdreht. Oh Mann. Das ist jetzt ja nicht gerade gut abgelaufen.
Aber kriegen wir hin? Ich wäre gelacht, wenn nicht. Aber hierfür muss ich logischerweise erstmal zurück zur Werkstatt. Und dann wechsle ich noch kurz den Radsatz und dann müsste das eigentlich passen. Ja, die Voraussetzung ist natürlich... Jo, da sind wir, oder? Sind wir da? Hallo? Also ich glaube, wir sind gleich da. Es klingt zumindest sehr gut. Aber die Ladezeiten, die sind echt unverschämt. Mann. Das war jetzt echt ärgerlich. Ich hätte so gerne gesehen, wie der Wagen geflogen wäre. Zweite Hebebühne. So, dann nehmen wir mal den Radsatz runter vom Honda Lawnmower. Aber eigentlich, wisst ihr was, ich kaufe einfach einen neuen Satz. Das ist mir jetzt egal. Ich nehme jetzt einfach... Ah, was nehme ich denn? Furious Black. Genau, nehmen wir die viermal. Durchmesser machen wir 20 Zoll. Ich glaube, das reicht vollkommen. Einpresstiefe mache ich jetzt mal so... Genau, Einpresstiefe... 150. Schön. Ja, Slick Dominator. 4x 20 Zoll in der Breite. Ja, ich würde sagen Ultimo, ne? Also was geht, nehme ich. So, das sind glaube ich 515. Genau, 20er Reifenquerschnitt sollte passen. Gut. Das ist doch schon mal was. Ja, dann gehe ich mal schnell zum Aufziehen. Ist das geil. Okay. So übel, echt. Ah ja, einen habe ich noch, okay. Vom Honda Lawnmower. Lawnmower. Ja. Okay, mehr gibt es nicht. Ja. Ja, dann tue ich schon mal tauschen. Ja, dann kommt natürlich der Radsatz auf so einen Pickup-Truck drauf. Genau, nehme ich die hier. Boah, das sind Schrauben, ha? Radbolzen, no. So ein bisschen Go-Kart-like, ne? Na komm. Ah. Der Lawnmower. Den machen wir jetzt schon fit hier. Jo. Ist das cool. Gefällt mir.
So. Sehr schön. Das sieht doch aus, hm? Ja, ich würde sagen. Coole Sache, ne? Jo, dann tun wir den mal schnell auf den zweiten. Und machen gleich Probefahrt. So, Leute, ich bin schon so gespannt auf ein neues. Das wird jetzt so krass, das wird jetzt so, so krass, echt. Ich kann es kaum erwarten, echt. So, okay. Puh, let's go. Boah. Boah, wie der feuert, krass. Boah, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Das gibt's doch nicht. Nochmal Neustart. Neustart. Ist das krass. Oh, was geht jetzt ab? Nee, oder? Nee, oder? Boah, Leute. Was war denn jetzt los? Ich glaube, mein Computer ist kaputt. Schaut es euch mal an. Da stimmt doch was nicht. Nochmal. Ich brauche jetzt nochmal einen Neustart, weil es ist... Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Leute, ist das krass? Der Rasenmäher war zu schnell für meinen Computer. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich im Jenseits gelandet. Habt ihr das gesehen? Alles weiß. Boah, krass. Boah, heftig. Das ist echt krass. Boah, wie schnell ging der jetzt? Über 460 km/h der Rasenmäher. Abnormal. Abnormal, echt. Boah, heftigst. Ja, anscheinend war ich jetzt in dem Spiel tot, ne? Das ist ja übel. Echt übel. Meine Güte. Echt ohne Worte, das war halt, das ist jetzt mit Abstand das krasseste Fahrzeug, was ich je in der Werkstatt hatte. Bis jetzt unangefochten war für mich der Bentley Bentayga in der Dub Edition. Könnt ihr euch gerne mal das Video angucken in meiner Playlist. Der Wagen, der war auch so brachial, der ist gegangen auf der Geraden, nicht mehr normal. Aber dieser Lawnmower von Honda, der hat alles getoppt. Das ist ja abnormal, echt. Übelst, echt. Ich wollte ihn eigentlich ursprünglich verkaufen, aber ich glaube, das lasse ich jetzt sein. Das hat sich jetzt eigentlich erledigt, weil so ein Auto kannst du nicht verkaufen. Das ist ja
Kennt ihr einen Rasenmäher, der über 460 km/h läuft? Ich kenne keinen, außer den hier, den Honda Lone Mower. Das sieht so cool aus, echt hammer, hammer hart. Ich brauche unbedingt davon ein Foto, Mensch. Jetzt mit dem neuen Radsatz. Na, was mache ich denn da, Mensch? Menno. So, jetzt. Das sieht gut aus, jawohl. Wo möchte ich das haben? Ja, das sollte jetzt eigentlich reichen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Wertcheck und dann sind wir eigentlich auch schon durch für heute, ne? Also, lieber Honda Lone Mower, wie viel wert bist du eigentlich? Naja, ist okay, glaube ich. Moment, sind 78.000, ne? Jetzt Beispiel, Moment, ich will den verkaufen, theoretisch, mache ich aber nicht. 78.000, paar zerquetschte. Okay, super. Top. Moment, fehlt eigentlich irgendwas? Nee, oder? Alles 100%? Alles 100%. Super. Leute, wir sind am Ende. Moment, was ist denn hier los? Kilometerstand. Er hat minus. Moment, was ist denn das jetzt? 1 Million, 10 Millionen, 2 Milliarden. Okay. Irgendwas hat sich jetzt komplett gecrashed in dem Spiel. Seht ihr, deswegen solltet ihr immer eure Spielstände speichern und eure Daten sichern auf dem Computer. Krass, echt heftig. Ja, Leute, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Das war jetzt richtig, richtig krass, dieser Mod. Ja, der hat irgendwie alles getoppt, finde ich persönlich. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren und Glöckchen drücken, nicht vergessen, denn dann werdet ihr natürlich immer benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Ich habe noch jede Menge Fahrzeuge auf Lager. Da kommen noch einige neue mit dazu. Das werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Also, bis dann. Ciao, ciao.